Herzlich willkommen zu Heu Aktuell, dem wohl besten Format auf YouTube. So, und wir fangen gleich mal an mit unserer neuen Mod-Version von der Multiplayers Countries Mod. Und zwar die MCM Basher 0.8 Glorien Edit. Ja, soweit sind wir mittlerweile. Da jeder so ein bisschen mit daran rumgefummelt hat. Und wir sind jetzt fast auf der Ziellinie. Wir werden auch mit der neuen Mod-Version, die wird wahrscheinlich Ende nächster Woche fertig, wird die neue bzw. die zwei neuen Multiplayer-Runden, die anstehen werden, auch gespielt. Das heißt, wenn ihr die noch nicht habt und gerne haben wollt, könnt ihr die bei uns auf dem TS holen. Die IP ist unten in der Beschreibung drin. Ich werde auch noch schauen, dass ich die auf mod.de hochlade, so dass ihr nicht unbedingt uns über den Weg laufen müsst, wenn ihr die Mod holt, beziehungsweise holen wollt. Und ja, den Link werde ich dann auch immer unter den Videos posten. So, mit der PvP-Mod, mit der wir auch in der Liga spielen, die ist jetzt eigentlich auf einem Finish-Level, deswegen haben wir die Liga auch jetzt angefangen. Es werden jetzt in naher Zukunft, nennen wir es mal so, wird die Mod leicht überarbeitet. Einmal wird es da extra Spiele für Tournaments geben, also sowas wie K.O.-System und so weiter. Da wird die Mod hin ein bisschen verändert. Und wenn sich die zwei Ligen so abzeichnen, also eine sehr gute Liga und eine mit weniger guten Spielern, wird eventuell auch da, um eine gewisse Mehrschwierigkeit reinzubringen, die Mod etwas verändert. Die Grundversion bleibt dieselbe, nur kommen ein paar Zusatzteile rein, die das Spiel schwerer gestalten. Und zu guter Letzt bin ich jetzt noch an einer 1920er Mod dran. Da wird sehr interessant. Also der Start 1920, Ende 1950. Wir sind jetzt dran, ganz viele Events und so weiter anzufügen, was da in der Zeit passiert ist und die Länder dementsprechend auch aufzustellen, aufzubauen und ja, alles anzupassen. Ist eine etwas größere Arbeit und ich denke mal, wir werden mit der Mod an sich wahrscheinlich erst Mitte bis ja, Ende ne diesen Jahres, ja, irgendwann in dem Zeitraum wird die Mod fertig sein. Zumindest soweit spielbar, dass man mal die ganzen Events und das ganze Zeug hat. So, jetzt auch mal noch genug vom Modden, beziehungsweise noch nicht ganz. Wir suchen nämlich für unsere Community zur kleinen Verstärkung Leute, die Ahnung haben von Bildbearbeitung, die gut irgendwie Sachen, Videos bearbeiten können und natürlich auch Modder. Modder werden immer gesucht. Ihr müsst ein bisschen skripten können. Ich meine, kann man euch auch im Notfall beibringen. Wir können es, wir haben es uns selber beigebracht. Alles kein Problem. Wenn ihr es lernen wollt, beziehungsweise schon Erfahrung habt, könnt ihr euch gerne melden. Entweder bei uns über Steam, kommt auf unseren TS, über unsere Facebook-Seite oder. Und dann hier noch einen letzten Punkt an alle Glorien-Fans. Der Glorien lässt über Ostern jeden Tag eine neue Folge von seinem Tausender-Abo-Special laufen. Das heißt, ihr hättet Mods Vorarbeit geleistet, dass ihr über Ostern, über die Feiertage, wenn ihr eh zu Hause sitzt, schön genießen könnt, was er euch dahin gezaubert hat. In diesem Sinne, haut rein, Jungs, viel Spaß. Ciao.